Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Ein starkes und einiges Europa ist gerade in Zeiten wie diesen wichtig für Hessen. 19-4436. Ich wäre dankbar, wenn sich jemand melden würde. Herr Fraktionsvorsitzender, seid ihr nachgesehen? Hast das Wort? Wir haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen Tagesordnungspunkt heute als Aktuelle Stunde deswegen angemeldet, weil ich glaube, dass wir alle miteinander zunächst einmal feststellen können und müssen, dass Europa in einer sehr schwierigen Lage ist und vor großen Herausforderungen steht. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in Zukunft auch im Hessischen Landtag häufiger über Europa werden reden müssen. Der Brexit, eine zwar knappe Entscheidung der britischen Bevölkerung, hat für alle Beteiligten sehr gravierende und in aller Regel sehr nachteilige Folgen. Das gilt für Großbritannien selbst, das gilt auch für die EU. Wir sind dabei, mit den USA einen Partner, den wir über viele Jahrzehnte als sehr verlässlichen transatlantischen Partner hatten, mit vielen Fragezeichen versehen zu müssen, weil der neue Präsident eine Politik betreibt, die er schon im Wahlkampf angekündigt hat, die weniger auf Partnerschaft, sondern mehr auf nationale Töne auch in den USA setzt, wie wir das in vielen anderen Ländern erleben, meine Damen und Herren. Ich könnte über Russland. Einen Moment, Herr Kollege Boddenberg. Meine Damen und Herren, ich bitte doch um Aufmerksamkeit, die Höflichkeit gegenüber dem Redner. Seid so lieb, alle Gespräche, die sonst nötig sind, bitte draußen. Also Ruhe. Das Wort hat der Kollege Boddenberg. Ich könnte über Russland reden, über die Türkei reden und die schlimmen Entwicklungen dort, wie aber auch über die sicherlich häufigen Fehlleistungen innerhalb der Europäischen Union. Da ist das Thema der Flüchtlingspolitik ein leider sehr unrühmliches Beispiel dafür, dass wir viel zu lange gebraucht haben, um zu gemeinsamen Beschlüssen und zu einer gemeinsamen Politik zu gelangen. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, muss uns umtreiben der in vielen Ländern, auch in Deutschland, zunehmende Nationalismus. Ich will gleich kurz darauf eingehen, was ich glaube, wir als Antwort denen gegenüber sagen müssen, die glauben, dass man diese Welt einfach erklären kann und durch Protektionismus, durch Nationalismus in eine schwierige bis hin zu teilweise unlösbare Situation führt. Den Briten müssen wir sagen, es gibt keine Rosinenpickerei. Ich hatte am Montag Gelegenheit, mit Herrn Juncker, mit dem Kreis der Kollegen, der Fraktionsvorsitzenden, darüber zu reden. Ich muss sagen, es hat mich sehr überzeugt, mit welchem Selbstbewusstsein Herr Juncker die Position und auch die Machtfülle der Europäischen Union in diesem Zusammenhang dargelegt hat. Das kann man an wenigen Zahlen festmachen. Wenn man es nur einmal auf die ökonomische Seite bezieht, dann spricht es Bände, dass 8% der Exporte der EU nach Großbritannien gehen, im umgekehrten Fall aber es über 45% sind der Exporte des großbritannischen Wirtschaft, die in die Europäische Union gehen. Das zeigt sehr deutlich, dass Großbritannien auch zukünftig von guten Handelsbeziehungen mit der EU abhängig sein wird. Wir könnten als Hessen und Frankfurter sagen, wir haben viele Chancen. Hier ist häufig darüber gesprochen worden, was das beispielsweise für den Finanzplatz heißt. Wir haben in diesen Tagen lesen können, dass Experten, die sich mit der Szenerie in London beschäftigen, sagen, von 250 Banken, Auslandsbanken dort sind 100 dort, weil das ein Standort in der Europäischen Union ist. Und viele dieser 100 Banken werden über die Frage reden, ob ihr Standort zukünftig so wird bleiben können. In Richtung der amerikanischen Seite könnten wir ähnlich argumentieren. Natürlich muss uns weiter an dieser Partnerschaft und an dem gemeinsamen Werteverständnis gelegen sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber ich sage es hier einmal sehr deutlich, auch wenn wir nur der Hessische Landtag sind. Ich finde, wir sollten sehr klar sagen, wofür wir stehen, einerseits, und andererseits auch sagen, dass wir mit Herrn Trump als Deutsche, als Europäische Union auf Augenhöhe verhandeln können. Das zeigen einige wenige Zahlen, wenn Sie sich einmal die Exporte der Vereinigten Staaten in die Europäische Union anschauen, wenn Sie sich die Exporte umgekehrt in Richtung USA anschauen, dann reden wir alleine, was die amerikanische Seite anbelangt, über ein Volumen von 200 Milliarden € pro Jahr, die amerikanische Unternehmen nach Europa liefern. Und ich glaube, wenn Herr Trump diese Zahlen eines Tages kennenlernen wird, und das wird hoffentlich bald der Fall sein, werden die ein oder anderen bisherigen sehr Überschriften heischenden Aussagen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika etwas ruhiger werden. Und nicht zuletzt, und das gehört auch dazu, weil es konkret angesprochen wird, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Zehntausende und Hunderttausende Arbeitsplätze deutsche Unternehmen in den Vereinigten Staaten schaffen,
Siemens 70.000, DHL 76.000, Volkswagen 60.000 und ich könnte hier eine ganze Reihe ähnlicher Größenordnungen vortragen, dann muss Herr Trump und die amerikanische Administration wissen, dass Deutschland ein fairer Partner ist und dass deutsches Invest in den USA dort Arbeitsplätze bedeutet und die Wirtschaftsstärke der USA nicht zuletzt davon abhängig sind, dass gerade deutsche Unternehmen dort vor Ort sind und investieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier im Hause häufig und vielfach über die Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik gesprochen. Das muss ich heute nicht weiter ausführen. Dort hatte Europa wirklich große Anstrengungen zu übernehmen, um endlich zu gemeinsamen Regelungen auch im Bereich der Asylpolitik zu kommen. Das ist nicht nur die Verteilung derjenigen, die zu uns kommen, sondern das sind viele weitere Fragen. Ob das die Erfassung von Ein- und Ausreise ist, also die Schaffung entsprechender Register, ob es die gemeinsamen Zentralregister sind, was die Kriminalitätserfassung und Identifizierung von potenziellen Straftätern und Gefährdern anbelangt, vieles andere mehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vieles andere mehr. Ich bin, glaube ich, 2 Minuten unterbrochen worden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Herr Präsident. Also, ich will sagen, wir sollten alle miteinander feststellen, diese Europäische Union ist, wenn sie handlungsfähig ist, wenn sie mit einer klaren Stimme in Richtung der Vereinigten Staaten, in Richtung Russlands, in Richtung der Türkei auftritt, nicht nur handlungsfähig, sondern eine Machtoption und Position, von der wir, glaube ich, sagen können, sie hat große Chancen, dass diese Welt wieder in Ordnung gerät, dort, wo sie zwischenzeitlich in Unordnung geraten ist. Ich glaube, das ist das, was uns alle vereint. Neben anderen Streiten, die wir heute führen, sollten wir uns alle hinter dieser gemeinsamen europäischen Idee versammeln. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Boddenberg. Und seien Sie versichert, dass nicht nur ich, sondern wir alle im Präsidium immer alles mitbekommen. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Beer das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vom ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher stammt das Zitat, Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. Das ist sicher ohne Zweifel auch heute noch richtig. Doch ich wüsste mich mit Hans-Dietrich Genscher auch einig darin, dass er dies so verstanden hat, dass man seine Zukunft, Herr Kollege Boddenberg, auch gestalten muss, weil sonst geht sie verloren. Das heißt, dass wir sie gestalten müssen, und ich denke, am besten mit Herzblut und Verstand. Deswegen möchte ich meinen Beitrag, lieber Kollege Boddenberg, heute auch ein bisschen anders anlegen als Sie, weil ich meine, dass wir auf der emotionalen Tonspur ein bisschen am Gefühl der Bevölkerung vorbeigehen, wenn jetzt hier nur Drohgebärden aufgebaut werden im Hinblick auf wirtschaftliche Stärke, Abhängigkeiten oder anderes. Mich persönlich treibt um, dass dieses Europa, das wir gemeinsam, wie wir hier alle sitzen, für eine großartige Idee halten, für ein großartige Idee, einen geeinten Kontinent zu haben, ein Kontinent des Friedens und der Freiheit, ein Kontinent, der gemeinsame Werte teilt und gleichzeitig auch gemeinsamen Wohlstand erarbeitet, dass diese großartige Idee möglicherweise keine Herzensangelegenheit mehr der Bürgerinnen und Bürger auf diesem Kontinent sind. Und müsste das nicht etwas sein, das mit sehr viel Herzblut, und zwar von jedem in diesen Mitgliedstaaten vorangetrieben wird, müsste es nicht eine Herzensangelegenheit sein, Herr Kollege Boddenberg, damit die Menschen sich engagieren und für Europa eintreten und nicht nur eine Drohkulisse. Denn wir müssen uns doch gewahr werden, dass viele Menschen in der Europäischen Union heute nicht an Frieden, Freiheit und Wohlstand denken, sondern eher an Krise, Bürokratie und Fremdbestimmung, wenn von der Politik in Brüssel die Rede ist. Und diese Sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf niemand ausblenden, der Verantwortung für Europa trägt. Denn letztendlich gewinnt die Europäische Union, das europäische Projekt, seine Rechtfertigung aus der Überzeugung der Menschen, Herr Kollege Boddenberg, der Überzeugung der Menschen, dass es mit ihr eine bessere Zukunft gibt, dass die Gesamtheit der Europäischen Union mehr ist als die Addition ihrer Mitgliedstaaten. Und gerade weil wir uns in unruhigen Zeiten bewegen, völlig zu Recht Russland, China, USA, die Populisten quer durch die europäischen Länder angesprochen worden,
wurden, dass Sie mit Angst versuchen, Politik zu machen, dass Sie allenfalls Scheinlösungen haben. Gerade deswegen brauchen wir doch jetzt umso mehr mutige, anpackende Europäer, die endlich Lösungen finden, um die gemeinsam westlichen europäischen Werte nicht nur zu verteidigen, sondern weiter voranzubringen. Genau deswegen, Herr Kollege Boddenberg, muss diese Europäische Union doch längst an einer Neujustierung interessiert sein, muss sie endlich tatkräftig unter Beweis stellen, dass sie in der Lage ist, in den großen Fragen Lösungen zu finden, die vereinbarten Regeln auch einzuhalten und vor allem durchzusetzen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, den Populisten auf dem europäischen Kontinent oder auch im Westen und Osten den Boden zu entziehen und gegen Abschottung und für den Freiraum, für den gemeinsamen Binnenmarkt, für den Freihandel einzutreten. Denn das Treffen in Koblenz zeigt doch, dass längst zum Angriff auf die europäische Idee geblasen worden ist. Und da, Herr Kollege Boddenberg, hilft kein Gesundbeten und kein Beschönigen. Auch die Entscheidung in Großbritannien, der Brexit, hat ja etwas mit dem aktuellen Zustand der Europäischen Union zu tun. Und da müssen wir letztendlich drangehen, das Europäische Haus grundlegend zu sanieren. Es ist in vielen Reden immer wieder betont worden, aber wir müssen endlich umsetzen, dass sich die Europäische Union auf die großen Fragen unserer Nationen konzentriert und sich raushält, dort, wo regional vielfältig entschieden werden kann. Dass wir dringend mehr Gemeinsamkeiten dort brauchen, wo Europa nur gemeinsam stark ist und mit sinnvollen Lösungen vorankommen müssen. Und da gibt es unglaublich viel zu tun. Da kann sofort angefangen werden bei einer gemeinsamen Währung, die solide ist, statt weiter Verschuldungshilfen zu zahlen. Und mit Verlaub, da macht mir Sorge, dass wir einen, der auch in Kokettierung mit Syriza wie Herrn Schulz in Europa erlebt haben, jetzt in der Bundesrepublik Deutschland Verantwortung tragen will. Dass wir einen europäischen Binnenmarkt brauchen, der sich auch modern aufstellt, und zwar bei Energie genauso wie bei der Frage der Digitalisierung. Denn das sind moderne Infrastrukturen. Hier wird Wachstum und Wohlstand erarbeitet. Das wird entscheidend für die Zukunft sein. Denn weder Strom noch Funkfrequenzen, liebe Kollegen, sind etwas für Insellösungen, so wie sie momentan auch in Deutschland verfolgt werden. Frau Beer, kommen Sie bitte zum Schluss. Dass wir uns gemeinsam dafür aufstellen müssen, auch diese westlichen Werte auf Augenhöhe, auch auf Augenhöhe mit unseren Partnern in der USA weiter zu verbreiten, ist klar. Ich persönlich habe meine Sorge, dass ausgerechnet in so schwierigen Zeiten das Auswärtige Amt zur Schiebemasse verkommt. Aber ich glaube, wir müssen vor allem die Herzen der Menschen in Europa gewinnen, weil das ist kein Europa der Bürokraten. Es wird nur eine Zukunft haben, wenn wir sie mit den Menschen auf diesem Kontinent gestalten. Danke, Frau Beer. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Waschke das Wort. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, Europa ist derzeit in keinem guten Zustand. Wir reden über Flüchtlinge, über das Erstarken nationalstaatlicher Interessen. Wir reden über die steigende Bedrohung des Terrorismus. Wir reden über den Umgang mit der Türkei, den Brexit, der ist bereits mehrfach angesprochen. Und seit letztem Freitag haben wir auf der anderen Seite des Atlantiks einen Präsidenten Donald Trump, der in einem Bild-Zeitungs-Interview ziemlich deutlich gemacht hat, dass er Europas Staatenbund für ein Auslaufmodell hält. Für ihn ist Belgien eine schöne Stadt in Europa, und von dem der außenpolitische Berater der Kanzlerin Heuskens sagt, Zitat, dass sein Verständnis für gewisse Probleme und Hintergründe in Europa nicht ausgeprägt ist, will heißen, Präsident Trump hat keine Ahnung von Europa. Er setzt eher darauf, dass Europa auseinanderfällt. Für ihn ist der Brexit nur ein Anfang. In Brüssel wird sogar befürchtet, dass der amerikanische Präsident versuchen wird, Europa weiter zu spalten, in der Umwelt- und Energiepolitik oder in unserem Verhältnis zu Russland. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich schon mehrfach auf die Seite Russlands gestellt. Auch aus Italien und Österreich hören wir Stimmen, die ein Ende der Sanktionen fordern.
Bislang braucht es für Sanktionen oder deren Verlängerung den einstimmigen Beschluss aller Mitgliedstaaten. Das ist auch bisher immer gelungen, denn wir hatten die Rückendeckung von Amerika. Das wird jetzt sicherlich anders. Mehr als 60 Jahre hat die USA die europäische Einigung gefördert. Das fing nach dem Krieg mit dem Marshallplan an. Die USA hat immer den europäischen Binnenmarkt unterstützt. Trump aber hat Vorbehalte gegen dieses Bündnis, weil er hier die Verantwortung für die schwächelnde Wirtschaft in den USA sieht. Um einem Präsidenten Donald Trump mit dieser Einstellung, die ich gerade beschrieben habe, entgegenzutreten, braucht es in der Tat ein starkes und einiges Europa. Die nächste Herausforderung, die sich Europa wird stellen müssen, das ist auch schon angesprochen worden, ist das Erstarken der Rechtspopulisten. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die islamfeindliche Freiheitspartei des Geert Wilders im März die stärkste Kraft in den Niederlanden werden wird. Im Mai könnte Marine Le Pen, die Frontfrau des Front National, zumindest in die Stichwahl um die französische Präsidentschaft kommen. Die Umfragen in Deutschland sehen die AfD bei 14%. Damit ist sicher, dass auch die AfD im September in den Deutschen Bundestag einziehen wird. Und alle haben sie gemeinsam, dass sie Europa ablehnen. Was wären denn die Alternativen? Ginge es wirklich besser, wenn wir dieses Europa auch mit seinen Defiziten nicht hätten? Wäre unsere Freiheit und unser Wohlstand dann größer? Wäre der Frieden sicherer? Wäre unser Leben gerechter? Nein, nichts von alledem. Also Europa nicht aufgeben, sondern Europa verbessern. Ich glaube, Europa steht heute an einem Wendepunkt. Und deswegen, das will ich an der Stelle auch deutlich sagen, bin ich sehr froh, dass Sigmar Gabriel vorgestern Martin Schulz, den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, zu unserem Bundeskanzlerkandidaten vorgeschlagen hat. Martin Schulz kennt sich in Europa sehr gut aus. Das wird Europa stärken. Ich bin auch davon überzeugt, dass ein Mensch wie Donald Trump eine klare Sprache und eine klare Haltung braucht. Und auch das ist etwas, was Martin Schulz auf sich vereint. Ein Abwarten, ein Zögern, so nach dem Motto, die Kanzlerin hat das Bild-Interview von Donald Trump mit Interesse gelesen. Ich glaube, das wird auf der anderen Seite des Atlantiks kein Gehör finden. Was ist zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen? Dem America First müssen wir ein selbstbewusstes und solidarisches Europa entgegenhalten, das sich nicht spalten lässt. Insofern kann die heutige nicht ganz einfache Situation in Europa auch eine Chance für die Zukunft bedeuten. Danke, Frau Waschke. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Hammann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus allen Redebeiträgen wird klar, dass uns eine große Sorge umtreibt. Die Sorge, was passiert mit Europa, was geschieht zurzeit. Man kann erkennen, dass die Rechtspopulisten hier einen Aufschwung haben. Wir sehen, dass die Antieuropäer sich lautstark zu Wort melden. Die Europagegner wittern Morgenluft. Und das, meine Damen und Herren, das treibt uns alle um. Das macht uns wirklich eine große Sorge, denn es geht nicht darum, jetzt zu zeigen, dass Europa wichtig ist, nicht nur, dass Europa wichtig ist, sondern es geht darum, zu zeigen, dass diese Menschen eine ganz andere Herangehensweise haben. Das sind Populisten, das sind Rassisten, die versuchen, ein System, das über so viele Jahrzehnte sich gebildet hat, eine Europäische Union, die uns Wirtschaft, eine große Wirtschaftskraft verliehen hat, die uns Frieden gebracht hat, Wohlstand gebracht hat, Menschenrechte, all das wird durch diese Menschen heruntergeschrieben, heruntergeredet, und das, meine Damen und Herren, macht uns große Sorge.
Nachdem die Menschen in Großbritannien mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union sich entschieden haben, hat dieses Referendum, das muss man einfach deutlich feststellen, diesen Populisten und diesen Scharfmachern noch einmal neuen Schub verliehen. Sie behaupten, die Europäische Union habe ausgedient. Und sie spielen dabei mit den Emotionen der Menschen. Und das macht das Ganze so gefährlich. Und Donald Trump wird mit seiner ebenso unverantwortlichen wie anmaßenden politischen Zielsetzung, die wir jetzt alle gehört haben, America First, nun gar zum Held dieser rechtsgerichteten Fraktion im Europaparlament. Das ist eine Entwicklung, die uns mit Sorge umtreibt. Und diese Entwicklung bedauern wir, meine Damen und Herren, sehr. Und wir können sehen, dass in Koblenz sich vor wenigen Tagen die selbsterklärten Vorkämpfer der sogenannten Patrioten Marie Le Pen aus Frankreich, Geert Wilders aus den Niederlanden sowie Frauke Petry, die Bundessprecherin der sogenannten Alternativen Deutschland, sich getroffen haben, um gegen die Europäische Union und für die Rückkehr zu Nationalstaaten zu polemisieren. Deren populistische und polemische Auseinandersetzung mit der Europäischen Union ist gefährlich, denn sie schüren bei den Menschen die Ängste, und sie suggerieren dabei, dass die Lösung für ihre nationalen Probleme darin liegen könne, zurück in die europäische Kleinstaaterei zu verfallen. Und dabei bleiben sie bewusst unbestimmt und konzeptionslos. Ihr einziges Programm ist doch eigentlich nur die Anklage gegen die vermeintliche Schwerfälligkeit und Bürgerferne der europäischen Institutionen. Diese Populisten nehmen es in Kauf, dass eine Rückkehr zum Nationalstaat die wirtschaftlichen Vorteile der Union und darüber hinaus die ökologischen und auch sozialen Chancen ganzer Generationen von Europäern zerstören würde. Als überzeugte Europäer ist es gerade jetzt unsere aller Aufgabe, für die Europäische Union zu streiten und auch gemeinsam für unsere europäischen Werte zu streiten. Denn in einer Debatte, in der die nationalen Egoismen schwerer wiegen als das gemeinsame europäische Interesse, besteht doch die Gefahr, dass die europäischen Werte ganz unter die Räder geraten. Ich habe vorhin einige davon angesprochen. Ich will sie einfach noch einmal betonen, weil sie sind für uns alle wichtig. Sie sind universell, und sie gilt es auch zu verteidigen. Das ist die Achtung der Menschenwürde, die demokratischen Strukturen, die individuelle Freiheit jedes Einzelnen, die Wahrung der Menschenrechte, die Gleichheit der Menschen und eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit. Meine Damen und Herren, dies alles gilt es zu verteidigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das Projekt des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Und für seine friedenspolitischen Aktivitäten hat die Europäische Union im Jahr 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Wir sind stolz darauf, Mitglied der Europäischen Union zu sein. Und jeder, meine Damen und Herren, der einer bedingungslosen Rückkehr zum europäischen Nationalstaat das Wort redet, muss wissen, Nationalismus in Europa war auch immer gleichbedeutend mit Krieg in Europa. Früher haben die Menschen Europas sich auf einem Schlachtfeld bekriegt. Heute führen sie, und das ist gut, so Debatten in einem Parlament und führen eine demokratische Auseinandersetzung. Deswegen, meine Damen und Herren, darf es keinen Weg zurückgeben in die Nationalstaaterei. Wir haben durch das Schengener Abkommen die große Freiheit, ohne Grenzkontrollen durch Europa reisen zu können. Die gemeinsame Währung hat den Binnenmarkt einfacher gestaltet, und das Geldwechseln ist überflüssig geworden. Daher dürfen wir den Populisten nicht dieses Feld überlassen. Der Kampf gegen den Klimawandel, die globale Armut, die ökologische und soziale Modernisierung der Wirtschaft, das sind Dinge, die uns wichtig sind und wo wir glauben, dass diese Herausforderungen nur global zu leisten sind und dass wir innerhalb der Europäischen Union genau diese Probleme auch angehen müssen. Kommen Sie bitte zum Ende, Frau Hammann. Ich komme zum Ende. Das heißt nicht, dass die Europäische Union so bleiben soll, wie sie ist. Wir haben genügend Gründe zu sagen, die Europäische Union muss sich ändern, denn wir müssen die Menschen auch mitnehmen. Und das heißt emotional, und wir müssen ihnen zeigen, wie die Europäische Union sich neu aufstellt, um dieses Vertrauen, das offenbar momentan nicht vorhanden ist, auch wieder zurückzugewinnen. Europa hat viel für uns getan. Jetzt heißt es an uns. Wir etwa müssen etwas für Europa tun. Wir müssen werben für Europa. Und wenn ich die jungen Menschen hier oben sehe, wir müssen alle zusammen für Europa kämpfen und streiten, denn das ist eine Errungenschaft, wo wir alle sagen müssen, wir sind hier weitergekommen, Europa hat uns groß gemacht, und wir müssen für Europa auch da sein. Vielen Dank. Danke, Frau Hammann. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Ihr Vorsitzender Willy van Ooyen zu Wort gemeldet.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch von den Vorrednerinnen ist schon gesagt worden, Europa steckt in einer existenziellen Krise. Die Wirtschaftskreisläufe sind seit Jahren gestört. Ganz Südeuropa leidet an Verarmung und hoher Arbeitslosigkeit. Die Europäische Zentralbank reiht eine Notfallmaßnahme an die andere. In der Flüchtlingspolitik wurden die tiefen Gräben zwischen den EU-Staaten nur durch eine inhumane Abschottungsstrategie überbrückt. Und zuletzt hat der geplante Ausstieg Großbritanniens die EU erneut schwer erschüttert. Die Reaktion in Hessen auf den Brexit wandelt sich allmählich in Schadenfreude. Man glaubt, dass wir im harten Kampf für Frankfurt Beute machen können, wie etwa vor 100 Jahren, als es damals hieß, ich glaube, jeder tritt ein Brit. Das kommt mir so ein bisschen vor. Der Brexit sollte aber für uns eher Anlass sein, die falsche Europapolitik endlich zu beenden. Europa muss neu begründet werden. Es gilt, gemeinsam mit anderen politischen und gesellschaftlichen Organisationen eine neue internationale soziale Plattform für ein zukunftsfähiges Europa zu entwickeln. Stattdessen erstarken vielerorts in Europa Kräfte, die eine nationalistische Politik durchsetzen wollen. Es besteht die Gefahr, dass Europa zurückfällt in Nationalismus und Chauvinismus. Das Brexit-Votum und erneut die Wahl Donald Trumps nutzen die Verantwortlichen in der EU, um die Militarisierung der EU heftig voranzutreiben. Ziel ist eine europäische Verteidigungsunion. Mit dem EU-Rüstungsfonds soll der EU-Haushalt auch für Militärisches genutzt werden. Rüstungsindustrien werden noch stärker durch die EU-Ebene gefördert. Die EU baut ihre Militäreinsätze erheblich aus. Das muss verhindert werden. Die Welt braucht weniger Nationalstaat und mehr internationale Kooperation. Allerdings, weder EU noch Euro haben in ihrer jetzigen Form eine Zukunft. Beide müssen radikal umgebaut werden. Seit die Wechselkurse als Korrekturfaktor weggefallen sind, braucht gerade die Währungsunion neue Instrumente des Ausgleichs. Erstens muss dazu die staatliche Ausgabenpolitik viel stärker an den Erfordernissen des gesamten Euroraums ausgerichtet werden. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stimulieren, muss die Austeritätspolitik durch ein europäisches Investitionsprogramm abgelöst werden. Die zweite Reformsäule muss bei den außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten natürlich ansetzen. Bisher tragen wirtschaftlich schwache Staaten, Herr Boddenberg, wirtschaftlich schwache Staaten die Lasten, die von Deutschland verordneten Austeritätspolitik praktisch allein. Das hat soziale Härten zur Folge. Zukünftig müssen auch Staaten mit hohen Überschüssen im Außenhandel, beispielsweise wir, verpflichtet werden, auf eine ausgeglichene Leistungsbilanz hinzuarbeiten. Drittens müssen Beschäftigung, Lohn- und Einkommenspolitik sowie soziale Sicherung in der Europäischen Union einen größeren Stellenwert erhalten. Es wäre ein leichtes, mit Hilfe von klar definierten Indikatoren die Entwicklungen zu beobachten und korrigierende Maßnahmen einzuleiten. Zudem kommt die EU nicht umhin, legale Zugangswege und Aufenthaltsrechte für Flüchtlinge zu schaffen. Sie muss Mittel für die Aufnahme von Flüchtlingen und die Beseitigung von Fluchtursachen mobilisieren. Jede einzelne dieser Maßnahmen wäre schon ein kleiner Erfolg. In ihrer Gesamtheit zeigen sie einen Weg, auf die... Wir sind in Hessen sehr klar positioniert, Herr Boddenberg. Das wissen Sie ganz genau. Wenn wir jetzt das Soziale nicht endlich in den Vordergrund stellen, werden sich immer mehr Menschen abwenden. Wenn weiterhin Politik vor allem für Großkonzerne und große Vermögen gemacht wird, wird das Vertrauen in die Institutionen weiter sinken. Die EU sollte mit Mindestlöhnen, armutsfesten Mindesteinkommen und massiven Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur mit gutem Beispiel vorangehen.
Statt auf wirtschaftliche Vorteile für Hessen auf Kosten der europäischen Nachbarländer zu schielen und kleinliche Interessen Hessens zu bedienen, geht es um grundlegende Fragen der europäischen Politik. Vielen Dank. Danke, Herr van Ooyen. Zur Geschäftsordnung, Herr Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Zusammenhang mit der Diskussion zum Brexit hat der Redner eine Kriegspropaganda aus dem Ersten Weltkrieg, eine unsägliche Kriegspropaganda aus dem Ersten Weltkrieg zitiert. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Jeder Tritt ein Brit, jeder Schuss ein Russ. Darauf hat er Bezug genommen, hat das auch zitiert. Jeder Tritt ein Brit in Bezug auf Brexit. Ich halte das für unparlamentarisch und der Diskussion, die bisher sachlich war, nicht für angemessen. Herr Bellino, wir haben hier oben dieses Zitat auch gehört und haben uns kurz beraten. Bisher sind wir der Auffassung, dass Herr van Ooyen einen Bezug in die Historie genommen hat, um auf die fürchterlichen Auswüchse von Nationalismus hinzuweisen. Wir werden aber gerne ein Protokoll anfordern, um das noch einmal im Zusammenhang zu prüfen. Einverstanden? Danke sehr. Damit sind wir seitens der Abgeordneten am Ende der Liste, und ich erteile für die Landesregierung Frau Staatsministerin Puttrich das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 2017 ist ein besonderes Jahr. Wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre römische Verträge. Und es ist immer die Frage, wie man mit einem solchen Jubiläum umgeht. Man kann in einem solchen Jubiläumsjahr eine Negativbeschreibung, einen Krisenzustand, einen Krisenmodus beschreiben. Man kann aber auch sagen, wir haben eine erfolgreiche Geschichte. Uns eint Frieden, Freiheit und Demokratie. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen nur von Europa überzeugen können, wenn wir sagen, was wir geleistet haben und worauf wir stolz sein können. Frieden, Freiheit und Demokratie. Und das ist eben angesprochen worden. Selbstverständlich ist ein wirtschaftlicher Erfolg eine wichtige Basis einer Europäischen Union, gar keine Frage. Nicht ohne Grund ist auch nach einem zerstörten Europa die Konzentration darauf gelegt worden, eine gemeinsame Basis zu schaffen und gemeinsam wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn wir aber heute hier diskutieren, dann muss der Schwerpunkt bezüglich Europas bei der Wertegemeinschaft liegen. Das sind die Werte, die uns verbinden. Und wenn ich höre, dass wir uns eher mit anderen beschäftigen und dass wir uns mit Trump beschäftigen, dann sage ich ganz klar, der Unterschied zwischen ihm und uns ist, dass er nur wirtschaftlich denkt, nur in einer Wirtschaftsgemeinschaft, wir aber über Werte reden, über eine Wertegemeinschaft. Wir Trump nicht. Und insofern, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Frage, ja, vor welchen Herausforderungen stehen wir. Die sind beschrieben worden, ich will sie im Einzelnen nicht wiederholen. Exemplarisch, selbstverständlich. Brexit, Populismus, Nationalismus, auch Herausforderungen bezüglich der Zuwanderung nach Europa, Dinge, vor denen wir gemeinsame Antworten geben müssen, die Ukraine, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Krise in der Türkei. Und die Grundfrage ist, wie reagieren wir darauf und wie können wir geeint eine Antwort geben, gemeinsam. Und was wir alle miteinander wissen, ist, dass die Summe von Einzelinteressen mit Sicherheit kein gutes Ganzes gibt. Und dass nationalistische Töne der vollkommen falsche Ansatz ist. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir einerseits die Herausforderungen beschreiben, die wir haben, überhaupt gar keine Frage, müssen wir auch tun, aber doch mit einer Grundfröhlichkeit sagen, dass wir Lösungen finden. Ich finde, wir müssen anders als Populisten nicht sauertöpfig auf die Straße gehen und Menschen verhetzen, sondern fröhlichen Herzens sagen, wir demonstrieren für ein Europa. Und das sollte uns auch leicht fallen, und wir sollten auch einen Ansporn haben. Wenn wir sehen, was in Koblenz gesprochen wurde, ich will das eine Zitat nur verwenden. Wenn ich mir normalerweise möchte ich Sie nicht zitieren, man muss es aber hier tun. Es ist widerlich, es ist abstoßend, es ist abartig, wenn Frau Petry bei diesem Treffen bezüglich Europas von einem System der Unterdrückung, der Knechtschaft und der Tyrannei spricht und gleichzeitig einen Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen System bringt, Sie hat Europa mit der NS-Herrschaft verglichen und hat gesagt, der Kontinent habe nie lange eine Vormacht geduldet und gleichzeitig gesagt, auch die Europäische Union, so Gott, wird sie nicht länger dulden, die Europäische Union.
Wenn das nicht für uns ein Grund ist, zu sagen, wir gehen fröhlichen Herzens in die Demonstration für eine Europäische Union, dann würden wir unsere Chance nicht nutzen, die wir jetzt nutzen müssen, bei allen Dingen, Herausforderungen, die eben gerade beschrieben wurden. Und deshalb selbstbewusst. Ich will nicht, dass wir nur reagieren, dass wir nur auf Trump reagieren, dass wir nur sagen, was wir die anderen uns sehen. Ich möchte, dass wir uns selbst gut sehen, dass wir uns selbst vergewissern, dass wir stolz auf das sind, was wir gemeinsam erreicht haben. Reaktion auf andere ist immer schlecht. Die Aktion, stolz und selbstbewusst zu sagen, wir sind ein starkes Europa, wir haben viel erreicht, das macht, das motiviert Leute, das überzeugt Leute und nicht die Schlechtrederei. Und deshalb, Frau Hammann hat es gesprochen, Frieden, Freiheit, Wohlstand, Freizügigkeit, Binnenmarkt, all die Dinge, die wir über eben gesprochen haben, die gehen selbstverständlich nur in einem geeinten Europa. Und dennoch wissen wir auch, der eine oder andere hat Unbehagen. Der eine oder andere hat Unbehagen, weil Zusammenhänge schwierig geworden sind, weil ihm Globalisierung Angst macht, weil ihn auch grenzenlose Dinge und Umstände Angst machen, weil ihn auch neue Entwicklungen wie Digitalisierung durchaus auch Angst machen können. Menschen sind heute in einer Situation, in der sie bei großen Zusammenhängen unter Umständen sich gerne auf Kleines besinnen. Und deshalb müssen wir auch selbstverständlich auch wiederum sensibel zuhören. Wovor haben die Menschen Angst? Wie können wir ihnen etwas erklären? Wie können wir es aber so erklären, dass wir es nicht in der populistischen Sprache machen, sondern indem wir sagen, warum brauchen Sie Europa und warum ist es gut für Sie? Und da haben wir viele Gründe, ich erinnere an die Redezeit. Und da haben wir viele Gründe. Wenn wir uns Hessen anschauen und auf den Bereich zu kommen, dann wissen wir, dass Hessen innerhalb Deutschlands stark ist, weil wir ein internationales Bundesland sind. Weil wir viele Dinge haben, viele Fragestellungen, für die wir Europa und die Europäische Union auch brauchen. Wenn wir uns den Flughafen angucken, wir gucken uns das Finanzzentrum an, die pharmazeutische Industrie, viele Bereiche, die ich nicht alle aufzählen kann. Und das ist der Grund, warum ich auch sage, den Menschen an klaren Dingen zeigen, wir brauchen Europa, wir sind gemeinsam stark, wir sind nicht durch Abschottung stark und wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Deshalb machen wir eine gute Arbeit hier, wir machen eine gute Arbeit in Brüssel und wir machen auch eine gute Arbeit, denke ich, hier in der politischen Arbeit, denen wir den Leuten zeigen, was ist gut und warum lohnt es sich, für Europa zu kämpfen, gerade in dieser Zeit. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Puttrich. Wir sind am Ende der von der CDU beantragten Aktuellen Stunde angelangt.